Gottes Segen, Geborgenheit in Vater, Sohn und Geist, Glaube wie ein Feuer, das wärmt und nicht in den Augen beißt, Sehnsucht und Hoffnung, Menschen, die dich in die Weite führen, Freunde, die dich tragen, Gedanken, die die Seele in unserer Andacht heute, Freitag, 20. März 2020, soll es um den Segen gehen. Viel Glück und viel Segen wird oftmals zum Geburtstag gesungen. Die beiden Worte bezeichnen nicht dasselbe. Segen gibt es auch ohne Glück. Segen ist unabhängig davon, ob das Leben gelingt. Aber was ist Segen eigentlich? Seit dem 19. Jahrhundert empfangen Besucher den Segen in den evangelischen Gottesdiensten meist so, wie es schon Martin Luther in der deutschen Messe vorgeschlagen hat, nämlich mit den Worten des Priestersegens aus dem 4. Buch Mose, Kapitel 6, die Verse 22 bis 27. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Wir haben es ebenso auch schon in dem Lied gehört. Diese Worte wirken unmittelbar auf die, die sie hören. Die Formulierungen kommen zwar von weit her aus der Tiefe der Vergangenheit, aber sie überspringen leicht den garstigen Graben der Geschichte. Denn das leuchtende Angesicht über uns ist ein Bild, das sich selbst erklärt. Es signalisiert, dass wir nicht alleine sind, sondern behütet, versorgt, begleitet. Gott wendet uns seinen Blick freundlich zu. Der Herr sei dir gnädig. Hier klingt in der Zuwendung Gottes zu uns Menschen an, aber auch die Distanz zwischen Gott und uns wird deutlich. Wir wären unter Gottes Gericht unrettbar verloren, wenn er uns nicht zuvor begnadigte. Aber Gott schaut nicht finster und ungnädig, nicht zürnend und strafend, er schaut auf uns voll Erbarmen. Seine Herrschaft der Gnade soll sichtbar werden. Gott erhebe sein Angesicht und gebe dir Frieden. Das Angesicht erheben heißt, jemandem günstig gesinnt sein. Gott erhebt sein Angesicht zu den Menschen und wendet sich ihnen so mit besonderer Aufmerksamkeit zu. Diese besondere Aufmerksamkeit konkretisiert sich im Frieden. Wenn Gott sich zu uns wendet, entsteht umfassendes Heil, wie es auch das Wort Shalom im Jüdischen ausdrückt. Es geht um einen Zustand erfahrbaren Heils und Friedens. Es geht hier um eine Welt, in der der Mensch in Ruhe, in Sicherheit, unversehrt und ungefährdet leben darf. Und wenn dieser Zustand des Heilseins, durch welche Ursache auch immer, gestört wird, ist ein Gott, der das Heil aufs Neue schafft. Die Segensworte sprechen das Gefühl an und stärken die Gewissheit, den Mut im Aufbrechen. Nicht zuletzt deshalb ist der Segen für viele Menschen ein sehr wichtiger Moment des Gottesdienstes. Allerdings, segnen und gesegnet werden sind aus unserem heutigen alltäglichen Bewusstsein weitgehend verschwunden. In der Umgangssprache ist da noch etwas an Restbestand früherer Selbstverständlichkeit. Man wünscht sich einen gesegneten Appetit oder sagt nur gesegnete Mahlzeit. Man weiß, sich Regen bringt Segen oder der Regen war ein Segen. Manchmal hängt der Haussegen schief. Und wenn etwas abgesegnet wird, liegt manchmal kein Segen drauf. Selbst in Abschiedsformeln wie gute Reise oder im alltäglichen Tschüss steckt etwas vom alten Segenswissen. Dass eine Reise gut verläuft, liegt nicht immer in unserer Hand. Und Tschüss zum Beispiel zum Abschied, abgeleitet von Adieu, sagt so viel wie Gott befohlen. Wer anfängt, über den gottesdienstlichen Segen nachzudenken, kommt zweifellos ins Fragen. Was erwartet uns jenseits der Schwelle, dann, wenn wir aus einem Gottesdienst hinaus wieder in den Alltag gehen? Steht wirklich alles, was kommt, unter dem Segen Gottes? Und ist das, was wir in den Gottesdiensten an Segen empfangen haben, ausreichend für das, was uns im Alltag erwartet? In einem Gottesdienst also noch die guten, ermutigenden Worte? Und dann, eventuell, auch jetzt in dieser Zeit, die raue Wirklichkeit. Das ist also die eine Seite, die Zusage Gottes in seinem Wort, das uns gilt. Und die andere Seite ist,
dass niemand über Gott und seinen Segen verfügt und nicht garantiert ist, dass wer einen solchen Segen empfängt, ein Leben im Schlaraffenland führt. Es gibt also ein Spannungsverhältnis zwischen den harten Erfahrungen der Realität und dem, was der Glaube zusagt. Und diese Spannung ist nicht so einfach aufzulösen. Man kann nicht davon ausgehen, dass einem nichts geschieht. Das wäre naiv. Aber der Weg in die Zukunft würde sehr dunkel, wenn die Zukunft und die Zuversicht dauerhaft verloren geht. In diese Spannung hinein wirkt der Segen. Viele Segensworte sprechen an, was das Leben auf einer ganz banalen Ebene gut sein lässt. Nahrung, Behausung, Beziehungen, Fruchtbarkeit, Fülle und auch Gedeihen. Gleichzeitig stehen die Segensworte gegen die Realität des Lebens und verweisen auf einen Grundzusammenhang des Lebens, in dem zusammengehört, was nur schwer zusammenzubringen ist. Das Leichte und das Schwere, das Glück und das Leiden, die Liebe und das Fehlen der Liebe. Der deutsche Theologe Fulbert Stafensky ist jemand, der diese Spannung in einem seiner Bücher beschreibt. Er sagt, der Segen ist eine Handlung, die ganz bewusst darauf verzichtet, in ihrem Vollzug Fragen und Zweifel zu berücksichtigen. Menschen sehen von sich, von ihrer Verantwortung und von ihren Möglichkeiten vollkommen ab, wenn sie in diese Handlung verwickelt werden. Sie denken nicht darüber nach, was möglich ist. Sie fragen nicht, was sie tun oder was sie bewirken können. Sie sind nicht mit ihren eigenen Verantwortungen beschäftigt in diesem Moment, sondern sie überlassen sich dem Entstehen einer anderen Wirklichkeit. Der Gesegnete, so Stafensky, erlaubt sich den Sturz in das Versprechen der Geste und des Wortes. Aber nicht nur der Gesegnete stürzt in den Abgrund des Schoßes Gottes, sondern auch der Segnende. Auch er baut nicht auf sich und sein eigenes Bemühen. Der, der den Segen ausspricht, kann ja gar nicht einstehen für das, was er spendet. Vielmehr erlaubt er sich, nach den Sternen zu greifen und verspricht etwas, was er selbst so gar nicht in der Hand hat. Auch ihm wird ein Sprung abverlangt im Segnen. Der Segnende inszeniert etwas, was sein eigenes Vermögen weit übersteigt. Aus diesem Grund nennt Stafensky den Segen die dichteste Stelle der christlich-jüdischen Glaubensäußerung. Denn im Segen wird dramatisiert, was Gnade ist. Nicht erringen müssen, wovon man wirklich lebt. Sich nicht bannen lassen durch die eigenen Zweifel, durch die Zersplitterung des eigenen Lebens. Sieht man auf den Ursprung des Wortes Segen, so hat das Wort zwei beziehungsreiche Quellen im Lateinischen. Segnen ist die Übersetzung von benedicere, Gutes sagen oder Gutes wünschen, so könnten wir wiedergeben, und leitet sich ab von signare, also bezeichnen. Dabei meint signum das Zeichen im christlichen Zusammenhang, das Zeichen des Kreuzes, das mich das Heil angesichts von Unheil und Zerstörung vergewissert. Für eine Annäherung zum Verständnis von Segen ergibt sich daraus, Segnen ist Gutes wünschen im Zeichen und Namen Gottes und damit in der Macht Gottes. Segen empfangen wir, indem uns aus der Beziehung zu Gott heilschaffende Kraft zuströmt. Das bedeutet nicht unbedingt, dass Gott alle unsere Wünsche erfüllt. Es kann auch sein, dass nicht alles gut wird. Trotzdem oder gerade deshalb wende ich mich Gott zu und vertraue darauf, dass mir Gutes und Barmherzigkeit folgen werden mag, mein Leben lang. Und wer darf segnen? Je nach Tradition, auf die man sich beruft, gibt es verschiedene Antworten. Die Bandbreite reicht dabei von Segenshandlungen, die nur Bischöfen vorbehalten sind, über Beschränkungen auf die ordinierte Pfarrerschaft bis hin zum Priestertum aller Gläubigen. Das ist unser Prinzip als Freikirchler. Nimmt man die Segnung der Menschen, die Gott als sein Ebenbild, als Mann und Frau geschaffen hat, ernst, dann sind auch alle Menschen ermächtigt, Segensträger und damit auch Segenszusprecher zu sein. Wenn der Segen eine Grundgeste des Glaubens ist, darf er von allen Glaubenden praktiziert werden. Ich wünsche dir Gottes Segen, heute an diesem Tag.